Welt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss euch sagen, ich bin gerade richtig genervt. Ich habe gerade ein Video für euch fertig gedreht, mein Handtaschensammlungsvideo. Und während ich das Video gedreht habe, was bestimmt eine halbe Stunde ging, ging die Kamera immer aus in bestimmten Abständen. Und ich denke immer, was ist da los? Das kenne ich nicht mit dieser Kamera, das hat die noch nie gemacht. Der Akku war frisch, alles tippitoppi in Ordnung. Ich trotzdem immer wieder neu angemacht, weitergemacht. Ja, und dann habe ich eben, als es das vierte oder fünfte Mal passiert ist, habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und dann habe ich einfach den Fotomodus angehabt und nicht den Aufnahmemodus. Und dann schaltet die sich anscheinend einfach zwischendurch dann ab, wenn man nichts macht mit der Kamera. Keine Bilder, kein gar nichts, sie nicht bewegt, gehe ich mal von aus. Und das war eben der Fall. Nichtsdestotrotz mache ich das Ganze jetzt halt einfach nochmal für euch. Also, ich zeige euch heute meine Handtaschensammlung. Ich habe euch gefragt, ob ihr sie sehen wollt. Ihr habt mit Ja abgestimmt und deswegen kommt jetzt dieses Video. Da habt ihr den Salat, ne? Wir gucken mal, wie ich das Ganze jetzt nochmal gestalten kann. Oftmals habe ich schon festgestellt, wenn man dann das zweite Mal macht, kommt man nicht so wirklich gut rein. Ich habe jetzt auch schon die Hälfte meiner Taschen leer geräumt. Da waren immer so noch alte Utensilien drin, weil ich irgendwie, wenn ich meine Handtasche wechsle und sie wegpacke, irgendwie meistens nicht ausräume. Also es kam immer Klassiker vor wie Tampons, Stifte, alte Tabletten, ein alter Lippenpflegestift. Das fliegt alles in Müll, also die Hälfte der Taschen ist jetzt schon ausgeräumt. Ich spule das Ganze jetzt praktisch einmal nochmal zurück und zeige euch das jetzt in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ich fange mit der Tasche an. Das ist eigentlich meine Tasche, die ich durchgängig benutze, seit bestimmt schon über einem Jahr. Und ich habe ja so ein paar Taschen. Es sind nicht viele, denn ich muss gestehen, ich bin nicht das typische Handtaschenweibchen. Ja. Die meisten Handtaschen sind sogar auch noch von meiner Mama, so auch diese Handtasche, denn sie ist ein Handtaschenweibchen und kann meistens nicht widerstehen, wenn irgendwo Taschen sind, zu kaufen sind. Und dann profitiere ich halt manchmal davon, wenn sie halt mal wieder ausmistet. So, auch hier von Tom Taylor ist auch eine der einzigen Markentaschen, glaube ich, die ich habe. Ich habe sonst keine Markentaschen. Genau, und die werde ich jetzt aber mal austauschen, weil das passiert ist. Da. Da ist ein Fleck drauf. Ich glaube, es war Eis. Und ja, dieses Video wird jetzt einfach zum Anlass genommen, dass ich diese Tasche jetzt endlich mal auswechsel. Was da drin ist, wird euch wahrscheinlich in einem anderen Vierer-Video in nächster Zukunft erwarten. Deswegen zeige ich euch jetzt nicht What's in my bag, denn darum geht es ja hier auch nicht, sondern es geht darum, dass ich euch meine Handtaschen zeige. Da hängt noch so ein Gebamsel dran, genau. Einen schönen Henkel. Ich trage meine Taschen immer so quer. Man kann den Henkel verstellen, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. So, jetzt muss ich das Ganze, ich mache das jetzt wieder zurück auf die andere Seite. Ich habe zwei kleine Taschen. Diese Tasche nehme ich gerne mit, wenn ich, und das wird jetzt hoffentlich mal wieder öfter vorkommen, auf einen Mittelaltermarkt oder dergleichen gehe. Da finde ich, passt die unglaublich gut. Und da mag ich halt nicht so eine riesige Tasche mit mir rumschleppen. Die hat auch noch mal sowas zum Quer rüberhängen und in der Mitte, genau, da ist jetzt keine Innentasche oder so. Sie ist auch schlicht schwarz. Und da passt immer mal ein kleines Portemonnaie rein, mein Schlüssel rein. Und wie gesagt, wenn ich auf so einem Festival bin oder so, dann mag ich das immer nicht mit so einer Riesentasche. Und ich finde, die passt da einfach unglaublich gut. Noch so eine kleine Tasche, falls man mal irgendwie weggeht. Wobei ich sagen muss, ich bin ja auch kein Schickimicki-Weibchen mit hochhackigen Schuhen, Kleidchen und Rock und halt irgendwelchen Luxus super tollen Handtaschen. Also bei mir ist das irgendwie alles so Otto-Normalverbraucher. Und diese Tasche nehme ich halt auch ganz gerne mal mit, wenn man dann doch mal auf irgendeiner Feier ist, weil sie halt einfach klein ist. Da drin ist ein kleines Portemonnaie,
Genau, weil mein großes, normales Portemonnaie hier schlichtweg nicht reinpasst. So, das waren die zwei kleinen Ausgehtaschen. Jetzt muss ich mich einmal runterbeugen. Ja, es geht weiter. Von dieser Art Tasche habe ich drei Stück in verschiedener Optik, weil ich mag die irgendwie. Ich finde die Größe optimal. Man hat nicht innen so viel Gedöns. Ihr habt wirklich nur so eine kleine Innentasche. Ich finde alles schnell. Ich muss nicht super ewig lange drinne kramen. Die ist schön aus Stoff, die ist leicht und ich mag diese Art Taschen einfach. Halt einmal so mit Blümchen, dann mit Flamingo-Muster. Genau, und da habe ich mich nämlich eben gerade, als ich dachte, ich mache das Video, habe ich mich entschieden, dass diese Tasche jetzt erstmal mein täglicher Begleiter werden wird. Und ich sie zum Glück nicht waschen muss. Sie sieht nämlich ganz gut aus. Ihr habt hier innen auch wieder, wie bei der anderen, eben dieses Innenfutter. Und die wird mich jetzt demnächst einfach mal ein paar Wochen wahrscheinlich begleiten. Das muss dann nochmal umgepackt werden. So, ich habe das einmal alles hochgeholt. Dritte Tasche, auch in diesem Format, sieht so aus. Ich finde die irgendwie toll. Ja, wie gesagt, innen haben wir mal ein anderes Futter. Das Beige hätte ja auch nicht so wirklich gut dazu gepasst, wie ich finde. Ja, schön auch wieder verstellbaren, längeren Bügel. Ja. Dann kommt mal eine schwarze Tasche und da hat mir unglaublich gut gefallen diese rosé-goldfarbenen kleinen Accessoires. Auch, dass die Reißverschlüsse in diesem Rosé-Gold-Ton sind. Ich glaube, ich habe die mal bei Deichmann gekauft. Die hat auch hier so eine Henkel. Aber wie gesagt, ich trage meine Taschen nie so durch die Stadt irgendwie. Also das mache ich grundsätzlich nicht. Hier kann man die aber leider nicht abnehmen, diese Henkel. Dann ist dieser hier auch ein bisschen schmaler. Ihr habt hier hinten einfach. Vorne einfach. Das finde ich immer ganz, ganz toll, weil da kann man immer so Sachen reinmachen, wo man vielleicht schnell ran muss, damit man nicht die ganze Tasche durchsuchen muss. Ja, innen hat sie auch nochmal, das kann man schlecht sehen, ne? Das typische Innenfach. Auf der anderen Seite ist auch nochmal eins. Genau, hat eigentlich auch eine nette Größe. Ich mag halt nicht so riesige Taschen, dass man sich damit dann immer so abschleppen muss irgendwie. An der Seite ist hier nochmal sowas. Also, ja, trage ich eigentlich auch gerne. Die trage ich eigentlich auch gerne, aber die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ach, ich muss mal gucken, dass ich das hier überhaupt ganz raufkriege. Ja, da hängt halt so ein kleines Blümchen dran. Wir haben ein bisschen rosa, aber trotzdem ist sie halt, finde ich jetzt nicht so ladylike, was ich ja, ja gut finde. Und von innen kann ich sie mal ausschütteln. Sie ist halt recht groß. Also eigentlich ist sie mir fast zu groß schon. Wieder so ein helles Innenfutter. Und ja, auch wieder, eigentlich hat sie auch irgendwie zu viele Gehänke. Aber ich sehe gerade, ich kann die doch abnehmen. Warum habe ich das denn nie gemacht? Also hier sind wieder diese beiden Henkel, aber ich kann die abnehmen. Also das werde ich dann auch mal tun. Hätte mir auch mal vorher auffallen können, ne? Naja, aber wie gesagt, aber die ist halt irgendwie, also im Moment, nee, ist es noch nicht ihre Zeit. Ist mir die noch zu groß. So, es geht weiter. Ich habe auch echt nur noch drei Stück für euch. Meine Schulrucksäcke habe ich jetzt nicht in dieses Video genommen. Also ich glaube, das ist auch einfach zu uninteressant. Ja, den Anstoß übrigens für dieses Video hat mir eine Kooperation gegeben. Da geht es nämlich auch um Taschen. Und ich habe gedacht, Taschen sind bei mir bis jetzt noch nie so aufgetaucht in meinen Videos. Deswegen wollte ich so eine kleine Verbindung schaffen, indem ich halt einmal die Taschen zeige, die ich habe. Und dann wird demnächst ein Taschenvideo kommen, wo ihr die Taschen seht, die ich mir kostenlos aussuchen durfte. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich warte auch schon sehr, sehr lange auf diese Lieferung. Und ja, dann habe ich gedacht, gibt es da irgendwie so eine kleine Verbindung. So, hier ist noch ein Beutelchen. Das ist so
Ja, ich sag mal so, diese Klassikertasche, die man kauft, wenn man an der Ostsee oder Nordsee in diesen Geschäften rumlungert, wo sie einem das Geld ja nur so aus der Tasche ziehen und man völlig hilflos da steht und gar nicht sich wehren kann, Dinge zu kaufen. Das ist so diese Tasche, die dann da meistens doch bei uns Frauen irgendwie mit nach Hause gehen darf, oder? Es ist halt praktisch, weil es halt eine Art Rucksack ist. Also da ist halt innen auch jetzt nichts weiter los. Ihr habt diese beiden Kordelbänder, die völlig verkordelt sind. Das sollte ich vielleicht auch mal mich drum kümmern. Und dann setzt man das Ganze halt wie so ein Rucksack auf den Rücken. Was ja, wenn man am Strand so unterwegs ist, eigentlich total praktisch ist, ne? Hier unten, das ist halt auch super gut verarbeitet, ne? Da eine mega krasse Ostsee-Luxustasche sozusagen. Dann habe ich eine Tasche für euch. Wer mich kennt und meine Videos in letzter Zeit geschaut hat, der wird diese Tasche kennen. Meine neueste Tasche, die ich aus dem Götterboten-Tauschpaket mit anderen drei super, super lieben Frauen mir rausgecatcht habe. Und diese Tasche wird meine neue Flohmarkt-Tasche werden, denn die ist richtig schön stabil, richtig schön klein. Ich komme schnell an mein Geld, denn auch auf dem Flohmarkt ist es ja bekanntlich genauso wie in den Souvenirläden am Strand, ne? Da kann man sich auch nicht wehren und alle schreien, kauf mich, kauf mich. Und man möchte ja nicht irgendwie, man möchte ja nett sein und kauft dann halt auch. Und ja, dafür wird diese Tasche herhalten. Da freue ich mich schon drauf. Bis jetzt war ich noch nicht beim Flohmarkt. Aber der nächste lässt nicht lange auf sich warten. Und die letzte Tasche, ich glaube, die kann ich irgendwie mal, ich glaube, die werde ich gar nicht mehr tragen. Die ist auch schon ziemlich. Ich glaube, ich kriege die auch nicht mehr sauber. Die ist halt auch recht hell. Ist bei mir immer unvorteilhaft. Helle Sachen. Ich bin ein Kleckerfritze und das hält immer nicht lange. Auch von Mama. Deswegen tue ich mich dann erst recht schwer, sowas wegzutun. Aber die ist schon ganz schön ver. Naja, sind halt schon so einige Flecken drin. Und sie hat halt viel Staumaterial. Ihr habt an den Seiten hier zwei Taschen jeweils, ne? Wo man auch wieder Sachen reintun kann, wenn man schnell ran will. Dann habt ihr hier vorne eine kleine Tasche. Da wollte ich da auch noch mal reingucken, ob hier noch Sachen drin sind. Ah ja, auch so ein Klassiker, ne? Einkaufschips. In den Seiten gucke ich doch auch noch mal rein. Ist nichts mehr. Die hat auch 1000 Henkel gefühlt. Auch wieder sowas, was mir irgendwie gar nicht gefällt, weil das bamselt hier rum und ich benutze es ja einfach nicht. Ja, weil die hat ja auch so einen langen Henkel, ne? Hier kann man die auch wieder nicht abnehmen. Jo, und ist hier noch was drin? Nö, wir haben diese typische Reißverschluss-Innentasche, ein bisschen Müll drinne, noch so eine andere kleine Tasche. Jo. Ihr Lieben, das war eigentlich so meine Handtaschensammlung. Gut, demnächst kommen ja welche dazu, wobei ich sagen muss, so viel kann ich ja schon mal verraten. Das werden nicht unbedingt Handtaschen sein. Genau. Ja, kurz und schmerzlos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, falls noch nicht geschehen, dass ihr mir ein Abo da lasst. Es ist für euch kostenlos und ihr werdet dann kein Video mehr verpassen. Ich freue mich tierisch, meinem Kanal hilft es beim Wachsen. Und meine Community freut sich auf neue Mitglieder. Ja, ansonsten kann ich jetzt eigentlich gar nichts Großes mehr sagen. Ich wünsche euch einfach einen wundervollen Abend oder Tag, je nachdem, ne, wann ihr das Video habt laufen lassen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, macht es gut, eure Mieze.